Hi und herzlich willkommen bei Desmond der Tester. Und heute habe ich mir was ganz anderes überlegt. Ich möchte mal Fruchtsmoothies testen und zwar von Aldi. Eine Sorte gab es nicht und zwar Kirschbanane. Kiba, genau. War nächstes Mal im Aldi gab es auch wieder nicht. Ich habe sie aber schon mal gesehen. Mein Favorit vom Aussehen her ist dieser hier. Ananas, Banane, Kokos. Hört sich einfach geil an, finde ich. Jo, ich würde alle drei jetzt testen. Hier steht überall drin, vor Gebrauch gut schütteln. Zu dem jeweiligen Smoothie tue ich auch die Zutatenliste einblenden, bevor ich den, beziehungsweise nachdem ich den getestet habe. Und fangen wir doch einfach mal an mit dem hier, Apfel-Himbeer. Ich tue jetzt hier gleich mal alle schütteln. Weil ich sonst vielleicht vergesse. Gut. Alle geschüttelt. Und zwar Apfel-Himbeer. Sieht ganz lecker aus, grüner Apfel. Fruchtgehalt 100% steht hier drin. Also da ist auch kein Zucker drin anscheinend. Was ich sehr wenig finde. Aber dazu komme ich nachher. Probieren wir mal aus, ob das Ding schmeckt. Riechen tut es auf jeden Fall lecker. Man riecht die Himbeere wirklich richtig raus. So diese frische Himbeere, wenn ihr mal eine frische Himbeere gegessen habt, direkt aus dem Garten, nicht im Laden gekauft, dann riecht das so. Also Prost Mahlzeit. Sehr lecker, sehr lecker. Muss ich schon sagen. Da steht auch drin und andere Früchte. Und jetzt blende ich meine Zutatenliste ein. Da steht drin 34% Apfelsaft, 28% Himbeermark, Bananenmark, Birnenmark, Heidelbeermark. Ich kann mir gut vorstellen, dass Banane und Birne drin ist, um das etwas aufzusüßen. Weiß ich aber nicht. Gerade beim Birnenmark bin ich mir nicht so sicher. Jo, wie gesagt, schmeckt lecker, schmeckt ein bisschen säuerlich, aber schmeckt gut. Diese frische Himbeere hat mich überzeugt. So, hier Erdbeer, Banane und andere Früchte. 100% pure Fruits. Geschüttelt habe ich ja. Oh, Mist. Voll der Fleck auf meiner Hose. Naja. Riecht nach leckerer Erdbeer. Aber ein Erdbeereis erinnert mich auch daran. Mal probieren. Finde ich auch lecker. Es erinnert mich irgendwie so. Ich glaube, wir haben mal so Erdbeersoße selber gemacht zu Hause. Ist hier auch überhaupt nicht süß. Man schmeckt auf jeden Fall raus, dass es echte Erdbeeren sind. Ob es jetzt so 100% mein Geschmack ist, kann ich jetzt nicht sicher sagen, aber definitiv nicht übel. Könnte ich jederzeit wieder trinken. Schmeckt auch lecker, bloß eine frische Erdbeere ist halt doch was anderes wie zermatscht in einem Smoothie. Da finde ich, das Himbeer hat mich mehr überzeugt. Na, mal im direkten Vergleich. Jo. Jetzt kommen wir mal zu. Mir aufgefallen, dass überall Banane drin ist. Ach ja, Zutaten. Erdbeerbanane, Zubereitung aus Fruchtmark und Fruchtsaft. Fruchtgehalt 100%. 38,8% Erdbeermark. 27,4% Bananenmark. Traubensaft, Orangensaft, Orangenzellen. Was auch immer das ist. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Was auch immer man unter lichtgeschützt verstehen mag, weil theoretisch im Aldi wird es ja auch nicht lichtgeschützt. Außer man meint es Sonnenlicht. Naja, das nächste. Banane, Mango, Orange, Maracuja.
Hört sich meiner Meinung nach interessant an. Exotisch. Der schmeckt mir wieder richtig, richtig gut. Nicht so, dass der andere schlecht wäre. Aber dieses Maracuja, das ist, mag ich einfach. Und Mango auch. Ja, echt lecker. Man schmeckt Mango und Maracuja richtig raus. Das gefällt mir. Ich kaufe mir auch immer wieder jetzt, gerade um die Zeit, November, Dezember, Maracujas im Laden. Wenn die so verschrumpelt sind, sind sie am besten. Also, was hier drin ist, an erster Stelle Apfelsaft. Haha, steht gar nichts von Apfel drauf. 19,9 Bananen, 19,7 Bananenmark, 19,2 Mangomark, 7,9 Orange, 7,8% Orangenzellen und 7,2% Maracuja-Saft. Ja, aus dieser Frucht kommt halt wirklich nicht viel Saft raus. Sehr lecker. Erfrischend. Das Erdbeer finde ich irgendwie so mehr so püriert. Weiß nicht. Hat mich aber nicht so ganz überzeugt, obwohl es nicht schlecht war. So, und jetzt kommen wir zu meinem Favorit, weil es einfach so geil aussieht. Diese Kokos, Banane und dann die Ananas da unten. Auch von den farblichen Kombinationen finde ich cool. Man riecht Kokos? Banane kann man irgendwie nicht riechen, weil Banane riecht ja nicht wirklich. Ja, vor allem Kokos rieche ich. Vielleicht das Säuerliche von der Ananas auch, ja. Also, Prost Mahlzeit. Einmal geil. Ich glaube, ich werde das probieren mit einem Glas Milch. Ich glaube, das könnte was machen. Oder ein bisschen Milch und den Rest von dem. Ich glaube, das wäre echt geil. Aber schmeckt richtig geil, schmeckt so sanft. Auf jeden Fall mein Favorit. Ungeschlagen. Was ist da drin? 53% Ananassaft, 31% Bananenmark, 14% Kokosmilch. Ja, dieses milchige, sahnige, cremige, so schmeckt das. Mangomark und Zitronensaft. Was auch immer der Zitronensaft da drin sucht. Vielleicht zum haltbar machen. Hammer. Echt, das ist so richtig. Ich glaube, die Kokosmilch macht das, dass es so schön cremig ist. Schmeckt einfach gut. Ich werde jetzt das hier als erstes leer trinken. Jo. Das war's mit dem Video. Die gibt's alle bei Aldi. Muss mal gucken, wie viel die kosten. Ich schreib's so rein in die Beschreibung. 1 Euro irgendwas. Oder sogar 89 Cent. Ziemlich günstig. Ich schreib's auf jeden Fall rein in die Beschreibung. Falls ihr noch was getestet haben wollt, schreibt's mir in die Kommentare. Lebensmittel bin ich für vieles offen. Ich weiß auch, dass die Lebensmittelvideos nicht viele Leute anschauen, aber gut, ist okay. Ich mach das jetzt zum Spaß, weil es mir Spaß macht. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch was. Genießt den Tag. Macht's gut, Leute. Und bis dann. Ciao.